willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Der Blaubeer ist hier mächtig am Schwaden. Kommt wahrscheinlich gleich rübergefahren, dass wir hier die Küchen aufladen können. So, bei dem Wilson Trailer muss man einfach ein bisschen mehr einlenken. Einfach so seine Achsen, die sind so weit hinten. Das macht den ganzen Dinger hier ein bisschen ungelenkig. So, fahren wir einmal im Kreis und dann müssten wir an der Stalltür sogar mal Halt machen. Ja, der hat ja einige hier. Schöne, schöne, fette Dinger hat er hier. Ja, ich wollte noch kurz gucken, wie viel da reingehen. Bam, bam. 12. Ja, dann nehmen wir einfach mal 12, ne? Oder ich hole mir zwei Ladungen. Ah, da kommt er ja. Hi. Grüß dich. Sehen ja schon mal schick aus, die dicken Dinger. Ja, gut genährt, nährt. Und letztens, ja, ganz bestimmt leckere Steaks. Jo. Ich habe gerade mal geschaut, es gehen 12 Stück, kriege ich rein. Ja. Was willst du denn dafür haben? Was hatten wir denn letztes Mal für einen Preis gemacht oder damals? Ich glaube noch gar nichts. Ich glaube, ich habe noch keine Kühe bei euch geholt. Doch einmal. Echt? Hattest du schon. Ich glaube, da hatten wir den irgendwie einen Sonderpreis von 2000 gemacht, die Kuh. Würde ich den nochmal machen, 2000 die Kuh. Brutto oder netto? Komplett. Tutti. Okay. Hieße dann 48.000, ne? 12 mal 2, 24. Achso, ja, wenn ich zwei Ladungen hole. Achso. Also gibst du überhaupt 24 her? Dann wäre ich wieder bei meiner magischen Grenze von 100. Ja, würde ich dir geben. Okay. 40. Was geht denn da Schickes auf dem LKW? Ha? Wow. Ja, du bist ja nicht dazugekommen zum Lackieren, deshalb habe ich nur Aufkleber drauf machen lassen. Ja, wir haben es ja auch abgegeben, also deswegen, wir schaffen nichts. Ja, ich bin weiß. Auf dem Feld Wiese am Mähen, ich habe sie gerade gemäht, jetzt will ich sie schwadern und sie wächst schon wieder. Mann, Mann, Mann. Du bist auch immer allein, gell? Habe ich festgestellt. Ja, die anderen beiden. Der Praktikant muss halt jetzt momentan viel auf Lehrgänge. Hm. Und der Patrick, ja, der ist, will sich auch noch ein bisschen fortbilden. Fortbilden? Fortbilden, genau. Vor allem fort, ne? Ja. Okay, kannst du dem einladen? Geht es? Ja. Okay, warte mal. Dann überweise ich dir gleich das Geld. Okay. Geht es? Hm. Muss vielleicht noch ein bisschen vor, ich weiß nicht. Also zurück.
Oder ich muss, ich weiß auch nicht. Versuch du mal. Achtung. Probier du noch mal. Warte mal, ich telefoniere mal schnell. Hat geklappt? Hat geklappt. Die ersten 12. Gut, danke. Dann komme ich nachher gleich nochmal. Ja, alles klar, bis gleich. Bis später, tschüss. Tschüss. Falscher Knopf. Dann nimmst du der Tempomat nicht mehr rein. Tempomatfahrer braucht Tempomat. Stefan Müller hier. Würdest du denn da mal dein Abhaltern mal Bescheid sagen, dass wir da wären? Für 6 Paletten? Jo, kann ich aber das Tablet kurz anlagern. Was wolltest du? Leerpaletten, ne? Ja, Leerpaletten, 6 Stück. Paletten. Was sind Tele da? Ja, wir haben einen Traktor noch. Okay, dann nehmen wir gerade welche weg. Jo. Dann lass ich dir nochmal eine hinstellen. Ja, warte, der macht das gerade. Los, weg. Jo. So. Ja, danke. Bitte, tschö. Ja, klar. So, warte mal, muss ich doch gerade nochmal einen Geldeingang einschreiben. 10.000. Paletten. Müller. Muss ja alles seine Richtigkeit haben, ne? Inzwischen. Also, ich gucke ja gerade extrem drauf. Corona. Hallo, hier ist Herr Neumann. Neumi, servus. Moin, ich wollte nur Bescheid sagen, dass dein Pflanzenschutz Gerät da ist. Okay. Du, was ist denn hier schon wieder für eine Baustelle? Wo, was, wie, hä? Ich war gerade bei Blaubeeren. Da bin ich um die Ecke gefahren, da war auf der anderen Seite eine Baustelle. Ach so, da wird das neue Gemeinde Gebäude gebaut. Ja, aber nicht wieder vom Jürgen. Nee. Gut. Nicht, dass hier noch mehr Steuerverschwendung passiert. Ja. Hoffen wir diesmal tatsächlich auch. Ja. Ja. Gut, das Pflanzenschutzding ist, das hole ich mal ab. Ich weiß noch nicht wann. Ja, so lange steht das halt in den Unterstand von mir. Er steht bei dir am Hof. Ja. Okay. Und wie schaut's denn eigentlich aus? Womit? Mit meiner Steuererklärung.
Ich habe irgendwie das Gefühl, du hältst mich hin. Tatsächlich wird deine Steuer das, was du wiederbekommst, erstmal einbehalten. Warum? Weil du deine Strafe nicht zahlen willst. Das ist doch eine völlig andere Geschichte, ey. Das Finanzamt hat doch damit gar nichts zu tun. Was ist denn das für ein Rechtsstaat hier? Ich habe das mit dem Polizist abgeklärt. Das geht nicht. Das sind doch zwei verschiedene Behörden. Ey, Alter. Es geht auch. Ich habe auch mit den anderen was zu tun. Ja, nur weil du meinst, du kannst ja alles machen, wie du willst, weil du im Gemeinderat sitzt. Was für ein Vogel hast doch du. Nee, nee. Doch? Nee. Alter, das... Okay. Wie viel kriege ich denn? Das sage ich erstmal nicht. Okay, tschüss. Tschüss. Klingelingeling. Stefan Müller? Jo, Feuer hier, servus. Was haltet ihr davon, wenn man ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Neumann macht? Krumm? Jetzt hält er meine... Ich habe eine Steuererklärung gemacht für letztes Jahr. Ja. Jetzt behält er einfach meine Finanzen, also meine Steuergelder behält er jetzt ein, weil er meint, er kann machen, was er will. Weil ich, einfach eine Strafe zahlen soll, die nicht berechtigt ist, und jetzt will er meine Steuergelder nicht rausgucken. Ja, ich wollte auch nur mit seinem Auto einen kleinen Spaß machen und 21.000. Ja, das ist doch... Ja. Also ich wäre auch dafür, dass man den eine kleine Amtsenthebung macht. Schweine, was ich hier entlade. Dein Mitarbeiter kennt den ja noch nicht so gut. Der wird sich da wohl raushalten, oder? Ja. Okay. Ich guck mal, wer noch mitmacht. Ich glaube, die Blaubeeren werde ich da nicht anhauen. Ich glaube, die sind da zu parteiisch. Nee, das wird überlassen. Die sind, glaube ich, eher zu doll bei Marlon auf der Seite. Okay. Ich frage mal den Diesel noch. Gleich. Okay, wobei der Diesel sitzt auch mit dem im Gemeinderat, ne? Ja. Okay. Ich werde mal gucken, was man da wechseln können. Es geht mir so auf den Sack, der tut so, als wäre er hier Diktator. Ja. Okay. Gut, ich melde mich dann nochmal. Ciao. Nee, das geht mir echt ein bisschen zu weit, was dann mal man da treibt. Also ist er mal eine ganze Weile völlig in Ordnung gewesen, aber jetzt meint er ist hier allmächtig. Und das ist tatsächlich nur Bruce. So, liebe Leute, aber ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich werde mal noch schnell eine Ladung Kühe beim Blaubeerhof abholen. Ach Mensch, ey, dieser scheiß Anhänger, der geht mir so auf den Geist. Ich weiß nicht, weshalb man sich so ein Drecksding zulegt. Amerikanisch. Wir sind ja in Deutschland, verdammt. So. Also, bis morgen. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.